Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Yoshi's Crafted World. Beim letzten Mal hatte dieses Level ein etwas, naja, katastrophal, wie ich den Anfang jetzt nicht nenne, aber es war auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ich wollte schon sagen, wo bleibt bitte my Ride? Und das sind sicher rote Münzen. Jetzt sind wir schon mal bei 10. Jetzt mache ich mir langsam Sorgen. Oh nein. Wegen der Blumen wollte ich gerade von mir geben und da sehe ich schon... Oh weh, oh weh. Um Gottes Willen. Nein. Oh, da ist sie. Die vierte Blume. Das war auch nur ein bisschen knapp. Sehr schön. Ich hatte tatsächlich Angst, dass es schlimmer kommt. Doch scheinbar war meine Angst ein bisschen unbegründet. Aber lieber unbegründete Angst. Was sagt die Frau mit Anxiety? Lieber ein bisschen to fret a little bit, als dass dann eine Katastrophe auf uns wartet. Na gut, Katastrophe. Videospiel, ich weiß. Ihr wisst, was ich meine. Und ihr wisst auch, wie ich das meine. Da unten ist nichts mehr. Hier gibt es nochmal einen Nachschub. Okay. Ich wollte gerade sagen, ballert der auf mich, oder? So. Boah, das war aber auch nur... Nein! Gott, das war aber auch nur ein bisschen... Yoshi! Sag mal! Kann ich hier auch irgendwie normal raus? Yoshi! Ja. Ach nö. Kannst du dich einfach springen, ohne dass du dir den Kopf... Dankeschön. Unboxed. Oder... So. Sonst irgendwas machst. Was mich 100.000 Nerven kostet, weil ich... es mir nicht leisten kann. Ah, Herzchen! Herzchen! Hier noch irgend... Oh Gott, da ist sicher irgendwas drin, oder? Ich habe eine Befürchtung. Wie, hier ist nichts drin? Was ist das denn für Bullshit? Moment. Oh, ich sehe, wie ich das eigentlich hätte machen sollen. Ah. Ach, warum einfach, wenn es auch Charo geht? Hm. Ist hier irgendwas? Nö, nur damit man sich nicht verdingseln kann, wenn man keine Egos mehr hat. Hm. Ja, GG, ne? Ist einfach so typisch Charo. Die alle denken einfach nur so, Charo, benutzt doch mal deinen Kopf. Ich benutze ihn gerne, um Leuten damit eine Kopfnuss zu geben. Okay, jetzt sage ich mir auch nicht mehr drin. Oh, Gott, um Gottes Willen. Heute ist Tag der langen Leitungen. I am sorry. Ja, so nicht. Gib mir die rote Münze. Ist noch irgendwas? Oh. Nee, aber das hat gerade Geld freigeschaltet. Das ist auch nicht schlecht. Nehme ich. So. Also, wo waren wir? Wir waren... ich habe auch zu vielen Monstern in letzter Zeit gespielt. Das ist aber nicht gut. Doch, es ist gut. Der resultierende Verwirrung... angesichts gewisser einfacher Videospieltatsachen. Das vielleicht nicht. Oh, sag mal, richtiger Luxus hier. Oh. Oh. Okay, das war erst die vorletzte. Aber ich will das Geld haben. Nein! Hm. Fortuna!
okay, ich hab's verstanden, nicht greedy. Oh, wer ist die glücklichste Frau dieser verfluchten Welt? Aha, ich hab dich gesehen. Kiste? Ich weiß, wo du bist. Wie kann ich von hier aus nicht abballern? Oh. Kann ich dich von da aus ballern? Ich kann. Sehr gut. Okay. Gut. Ein Dings, wo ich mir weniger Gedanken drüber machen muss. Da sind wahrscheinlich Sternchen drin. Das sollte ich eigentlich. Ja, gut. Also Sternchen. Herzchen. Nein! Das eine Herzchen ist ein Astronaut geworden. War da noch irgendwas? Ich habe das Gefühl, als ob da ein Shy Guy. Okay. Hat nichts bewirkt. Auch gut. Oh. Ich mag diesen Geruch. Dieser wunderbare Abendgeruch, wenn es langsam kühler wird. Naja, die Hitze, Sommer und so weiter und so fort. Wir kennen es ja alle. Ah, das Klagelied des Jahres. Was fehlt uns denn jetzt noch? Da geht's zum Stern, da will ich aber noch nicht hin. Ich will den Weltraum erforschen. Oh, guck mal, hier im Hintergrund, das ist voll süß. Joa. Und wo ist denn jetzt der Rest von meinen roten Münzen? Ich sehe. Ich sehe, wo der Rest von meinen roten Münzen ist. Oh nein. Oh nein. Leute, wir müssen nur noch unbeschadet ins Ziel kommen. Jetzt wird's scheitern. Ich sehe es doch jetzt schon kommen. Oh. Okay. Okay, das ich nehm's. Ich weiß noch nicht, wie ich da noch drauf gelandet. Ui! Ich glaube, springen sollen. Ich mach jetzt so. Aber diese am Ende. Super. Oh, wunderbar, Leute. Wunderbar. Endlich mal ein Level kompletto. Im letzten Level haben wir nur ein Ding vergessen. Hier haben wir alles mitgenommen. Das macht das Backtracking nachher sehr viel angenehmer, weil es nicht so viel davon hat. Ritt auf den Sternen. Ja, heute sind wir gesponsert von Ice Tea von Migro. Zitronengeschmack. Und ich habe auch noch einen Tee. Damit meine Stimmbänder auch schön in Stimmen bleiben. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir machen gute Fortschritte. Ich darf immer noch nicht einkaufen gehen. Oh, Menomo. Nicht nett. Bock, bock. So. Tamtam auf der Raumstation. Es ist keine Challenge. Aber diesmal werde ich mich jetzt nicht verdrücken. Wir wollten der Space-Wahl sein. Wir sind jetzt auch der Space-Wahl. So, let's go. Nur 6 Blumen. Und ich muss aufpassen, dass ich auch die Kiste sehe und finde und abschieße. Sehe, finde und abschieße. Das ist nicht das Finden, Sehen, dann Abschießen. Wobei Finden und Sehen eigentlich auf das Gleiche hinauskommen. Oh, der Hintergrund ist so süß. Das ist so die süße, gebastelte Space-Station. Das ist so niedlich. Oh mein Gott, ich würde tatsächlich mega gerne irgendwie, Batterieleistung lässt nach. Also, unser Controller ist schon mal in Stimmung. Oh, nö. Okay. Okay, ich dachte, hier kommt jetzt ein richtig krasses Zerstörungsszenario, aber es ist Yoshi's Crafted World. Keine Zerstörung hier, nur Liebe. Ja. Was so? Was ist denn da hinten passiert? Ich würde eigentlich gerne irgendwie das Wölkchen haben.
Darf ich? Naja, wo ist Samus Aran, wenn sie mal braucht? Klar, sie kann vielleicht nicht über den Kometen abballern, aber... Ah, es ist sogar ein Blümchen. Okay. Ich muss nach dieser Episode wohl meinen Controller aufladen gehen. Dankeschön. Sorry, ich wollte dich vorher nicht auf den Kopf sprengen. Ich dachte, ihr wärt Fieslinge. Wart ihr aber nicht. Yay! So. Ist aber ein sehr cooles Konzept, wenn man mich fragt. Finde ich sehr cool. Beruhigen Sie sich. Können Sie mir bitte die Tür öffnen? Danke! Oh mein Gott, der gibt mir sogar Munition! Oh, wie lieb! Oh, wie cute! Okay, wir sind wieder im Notfallmodus. Na egal, ich hab's auch so hingeschaut. Okay, jetzt haben wir verdammt lange keine Blume mehr. Kannst du mir helfen? Bitte? Okay, hier ist keine Blume. Gut, eine Münze. Da hinten ist eine Blume. So. Eigentlich muss ich da irgendwie rein. Vielleicht muss ich aber einmal rundherum laufen. Okay, das Level hat ein sehr interessantes Design. Lassen Sie mich bitte rein. Ich muss da mal da hinten hin. Danke. Ach, wie nett. Die kleinen Roboter sind so nett. What the heck? Hallo. Oh, Gott sei Dank, das war die zweite Blume. Und dann, da kommt gleich ein Komet. So. Wozu brauche ich denn jetzt die Geiß hier? Was macht ihr denn für mich? Oh, ihr verschiebt es, damit ich da reinkommen kann. Ich bin auch so dahin gekommen, also danke schön. Was machst du? Du machst nichts. Okay. Ach, den machen wir wahrscheinlich einfach die Scheigeiß platt, wenn da ein Komet am Anfliegen ist. Nummer 3. Ich muss nur kurz hier hinkommen, weil mich die Roboter ein bisschen nervös machen, wenn sie so düt sind. So, und Herzlies voll. Jetzt komm. Und heute in Schafftaro ist so ein Ding zu treffen, vielleicht. Ja, 3 und 9. Okay, 9 ist schon mal nicht gut. Weil ich hab One Fear, ne? Die One Fear bezieht sich auf die Kiste, weil ich gerade kurze Zeit nicht auf den Hintergrund geguckt habe. Ach, da ist sie. Ach, never mind. Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie süß! Mit Lichtschwertern bewaffnete Shy Guys. Oh, wie schön. Das ist aber knuffig. Klar, er hat mir eins über die Rübe gehauen, aber... Trotzdem süß. Hier oben ist doch irgendein Geheimnis. There is no secret? What do you mean, there is no secret? Wie, da ist kein Geheimnis. Warum bin ich denn sonst da hochgesprungen? Einfach nur des Springens willen? Yay! Sagt mal.
Nein, mach die Shy Guys platt. Guck mal. Die will platt gemacht werden. Dankeschön. Alter, die sind ja richtig auf Prügel aus. So. Oh, schade. Ich kann eure Lichtschwerter nicht mitnehmen. Okay, eine Sache frage ich mich aber dann trotzdem. Und zwar... Ja, das nicht. Wie ich da in den Hintergrund gelange. Oh. Danke, Spiel. Oh, um Gottes Willen. Okay. Ich würde gerne gehen. Pff, yeet. Ich wurde einfach weggejeetet von denen. So. Das sieht doch bisher ganz gut aus. So. Oh, hier war irgendwo noch ein Shy Guy? Scheinbar. Komm mal mit. Ich bin ein Wal. Ich bin ein Space-Wal. Okay, gleich kommt wieder ein... Oh nein. Okay. Kann das Ding mal wieder chillen? Dankeschön. Ja, wollte ich auch nicht. So, drei. Drei fehlen noch. Das ist doch eine akzeptable Zahl. Oder nee. Haben nichts gesagt. Das ist eine sehr inakzeptable Zahl. Ich muss da oben hin. Da ist was. Wahrscheinlich eine Blume. Ach nö. So. Und jetzt kommen wir da oben hin. Wie, wo? Wo habe ich denn jetzt bitte schön noch eine Blume übersehen? Ich bitte euch. Sag mal, wo denn? Ich meine, scheinbar irgendwo im Hintergrund, klar, aber... Like. Ich habe nicht so viel Munition. Da war es nicht. Was machst du denn? Du hast nichts. Nee. Hier ist auch nee. Hast du die Blume? Ich bin wirklich ein bisschen perplex. Wo soll denn jetzt doch bitte die letzte Blume sein? Hier war ja nichts mehr. Oh? Und da oben geht es ja schon zum Ende. Und da war die... Da war die vorletzte Blume. Nö, auch nicht. Und ich habe irgendwann auch noch drei Münzen verpasst. Der Heck? Es könnten drei rote Münzen sein. Oh nein. Nein, sonst ist es nicht. Oh nö, jetzt kommt gleich ein... Kommt jetzt nicht gleich noch ein Komet? Ein Meteorit? Ja, aber wo sind denn bitte schön... Fehlt noch die Blume. Wo ist die denn? Könnt ihr euch nochmal beruhigen? Nee, das bleibt jetzt bis zum Schluss so. Okay. Hä? Und heute ist Charo wirklich perplex. Ich meine, wir haben wenigstens die ganzen hier Dings. Die ganzen roten Münzen, den ganzen Scheiß. Ach, wenn ich mich wirklich frage,
Wo denn bitte jetzt noch die Blume war? Oh, wir haben wieder so viel Geld. Jetzt kommen wir gleich. Jetzt kommen wir, glaube ich, sogar zum Gacha-Gerät. Also jetzt haben wir gleich kein Geld mehr. Aber wir werden das Gacha-Gerät erst. Ist das ein Mückenstich? Oh, for fuck's sake. Ich hasse den Sommer. So, was kostet das denn? Werden wir beim nächsten Mal erfahren. Denn beim nächsten Mal hätte ich irgendwie Lust, den Außenorbit zu komplettieren. Holen wir uns die ganzen Doggies und die ganzen Gegenstände und dann geht's zum letzten Bosskampf, I guess. Ich glaube, nachher gibt es so ein paar Bonus-Level, die wir abstoppen können. Auf jeden Fall danke ich euch vielmals fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.